Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fahrschulshow. Mein Name ist Uwe und heute möchte ich ganz gerne das Thema Verkehrszeichen mit euch so ein bisschen behandeln. Verkehrszeichen gibt es eine Menge in Deutschland. Boah, so circa 1000 Stück. Ist natürlich jetzt schwierig, die jetzt alle auswendig zu lernen. Das wird mir sicherlich auch schwer fallen, aber glücklicherweise gibt es ein System in diesem ganzen Schilderwald. Und dieses System möchte ich euch heute einmal zeigen. Bei den Verkehrszeichen ist es also so, es gibt im Grunde nur vier Gruppen von Verkehrszeichen. Es gibt zwei rote Gruppen. Das ist eine große Gruppe von Verkehrszeichen, sieht so aus. Dreieckig rot umrandet. Dann gibt es eine große Gruppe, die ist rund und rot. Und es gibt zwei blaue Gruppen. Und wenn ich diese vier Gruppen von Verkehrszeichen auseinanderhalten kann, dann habe ich im Grunde schon gewonnen. Was bedeuten jetzt diese vier Schildergruppen? Also die erste Gruppe hier, da sagte neulich mal ein Fahrschüler, ja, das sei das Schild Vorfahrt achten. Nee, das nun gerade ausnahmsweise nicht. Das Vorfahrt achten Schild sieht zwar so ähnlich aus, ist jedoch das einzige Schild, was die Spitze in dieser Form nach unten hat. Vorfahrt achten, das einzige Schild mit der Spitze nach unten, hat den Vorteil, man kann es dann auch von hinten erkennen. Also die dreieckigen roten Schilder, die die Spitze nach oben haben, das sind sogenannte Gefahrzeichen. Gefahrzeichen, man sagt auch Achtungsschilder, man kann es sich vielleicht so merken, wenn man sich das hier so ein bisschen gedanklich verlängert, dann sieht das aus wie ein A. Und das ist für euch die Eselsbrücke, dass es sich um ein Achtungsschild, also um ein Gefahrzeichen handelt. Ja, von den Gefahrzeichen, da gibt es natürlich jetzt eine Menge. Welche Gefahr dort jetzt im Einzelnen zu erwarten ist, das sieht man dann an dem Symbol, was in diesem Schild abgebildet ist. Das ist dann auch wieder einfacher, mehr oder weniger auch selbstredend. Wir kommen nachher noch zu den Gefahrzeichen, die häufig falsch gemacht werden in der Theorieprüfung oder wo Fahrschüler im Allgemeinen Probleme mit haben. Gut, also dreieckig rot umrandet, Achtungsschilder, sogenannte Gefahrzeichen. Die nächste Gruppe von Verkehrszeichen, die ist rund und rot. Und dazu gebe ich euch natürlich auch wieder eine Eselsbrücke. Rund und rot ist immer ein Verbot. Rund und rot ist ein Verbot. Rund und rot ist tot. Nee, tot nicht, aber rund und rot ist ein Verbot. Das heißt, dort darf dann irgendjemand nicht reinfahren. Wer dann dort nicht reinfahren darf, ist wieder mehr oder weniger selbstredend als Symbol in diesem Schild angegeben. Also, Eselsbrücke, rund und rot, ist ein Verbot. Dann gibt es zwei blaue Gruppen. Die sind, ich würde mal sagen, teilweise etwas selten, aber dieses runde blaue Schild kennt ihr alle. Ja, und zwar vielleicht erstmal gebe ich euch die Eselsbrücke. Rund und blau zwingt jede Sau. Ja, rund und blau zwingt jede Sau. Was bedeutet das? Das heißt, das, was in diesen runden blauen Schildern abgebildet ist, das ist für den jeweiligen Verkehrsteilnehmer Pflicht. Das ist ein sogenanntes Gebotsschild. Gebot heißt, es ist Pflicht, was da drin steht. Ein rundes blaues Schild kennt ihr mit Sicherheit alle, selbst wenn ihr noch gar keinen Führerschein habt. Und zwar das runde blaue Schild mit dem Radfahrer dort drin abgebildet. Schlicht und einfach der Radweg. Was bedeutet das Schild Radweg? Ja, rund und blau zwingt die Sau. Das heißt, der Radfahrer ist gezwungen, den Radweg zu benutzen. Das heißt, er darf da nicht auf der Fahrbahn fahren. Das darf er normalerweise nicht. Er muss den Radweg benutzen. Aber die Eselsbrücke geht noch weiter. Es ist für alle anderen, ist es gleichzeitig auch ein Verbot. Ja, das heißt, für alle anderen ist zum Beispiel der Radweg dann verboten. Zu Fuß dürfte ich da offiziell nicht drauf laufen, mit dem Mofa drauf fahren darf ich es auch nicht. Ja, es sei denn, es ist explizit unten drunter als Ausnahme angegeben. Aber das mal als Eselsbrücke, rund und blau zwingt die Sau und der Rest ist verboten. Dann wisst ihr schon mal was. Ja, das sind schon mal etliche Schilder, die ihr damit beantworten könnt. Und dann gibt es noch diese blaue, rechteckige, quadratische Gruppe. Ja, die sind ein bisschen seltener zu finden. Das sind so Restposten, das sind sogenannte Richtzeichen. Das Schild ist rechteckig. Ja, Richtzeichen.
Bedeutet, da stecken vielleicht nicht ganz so viele Vorschriften drin. Richtzeichen heißt auch, das Schild ist nicht so ganz den anderen Schildern zuzuordnen. Naja, deswegen, ich nenne es immer mal so Restpostenabteilung. Kommen wir gleich nochmal drauf zu. Wichtig ist, dass ihr erstmal diese vier Schilder auseinanderhaltet. Dann kommt ihr schon ein Stück, ganzes Stück weiter. Gefahrzeichen, Achtungsschilder, Verbotsschilder, Gebotsschilder und Richtzeichen. Mal ein konkretes Beispiel dazu. Da gehen wir jetzt ein bisschen in die Tiefe. Und zwar hier haben wir mal drei Schilder, die gerne vertauscht werden. Alle drei Schilder haben das Radfahrersymbol in sich tragend, aber die Bedeutung der Schilder ist natürlich jeweils vollkommen unterschiedlich. Gerne die Falschantwort, dies sei ein Verbot für Radfahrer, das ist natürlich nicht richtig, denn rund und rot wäre ein Verbot. Das heißt, dort dürften jetzt in diesem Fall Radfahrer nicht reinfahren. Warum auch immer, ist egal, aber es ist auf jeden Fall ein Verbot. Und das Achtungsschild, das Gefahrzeichen, würde dann bedeuten, Achtung Radfahrer. Rund und blau zwinkt die Sau und der Rest ist verboten. Ist also wieder ein Gebotsschild. Das heißt, der Radfahrer muss den Radweg benutzen. Für alle anderen ist es verboten. Ja, das ist schon mal wichtig, dass ihr diese Schilder so nicht vertauscht. Als Beispiel, ja, wo das bekommt ihr im Theorieunterricht detailliert dann noch mitgeteilt, wo könnte dieses Schild stehen? Naja, wenn jetzt zum Beispiel wir eine Fahrbahn haben und rechts daneben haben wir so einen Radweg, der da vielleicht plötzlich so zu Ende geht. Naja, und dann kann das natürlich leicht sein, dass so ein Radfahrer da mal so in die Fahrbahn reinzieht, dann wird es dann auch natürlich gefährlich, müssen wir uns darauf einstellen. Also kreuzt ihr bitte an, Achtung Radfahrer, die könnten vielleicht die Fahrbahn kreuzen. Oder wenn hier so ein Wald ist und da ist so ein Radwanderweg und die Radfahrer, die kommen da aus dem Wald und überqueren die Fahrbahn und verschwinden auf der anderen Seite wieder in den Radwanderweg sozusagen, dann könnte man diese Schilder auch hinstellen. Mir geht es jetzt erstmal eigentlich mehr oder weniger um die, eigentlich mehr um die Bedeutung der Schilder. Gefahrzeichen, rund und rot wäre ein Verbot. Da wird dann manchmal vielleicht ein bisschen zu weit gedacht. Da hat neulich jemand also auch mal angekreuzt, es ist ein Verbot für Radfahrer und gleichzeitig würde dieses Schild wohl bedeuten, Achtung Radfahrer. Ich sag, wie kommst du denn da drauf? Für Achtung Radfahrer gibt es ein separates Schild, da haben wir ja dieses. Ja, sagt er, wenn noch der Radfahrer da verboten ist und nicht reinfahren darf, dann wird er ja vermutlich umdrehen, da muss ich doch aufpassen. Ja, das ist zwar ganz clever mitgedacht, aber es geht rein um die Bedeutung der Schilder. Na, dann sollte doch das Verkehrsamt beide Schilder aufstellen, wenn diese Gefahr so groß ist. Das ist jedenfalls einfach nur das Verbot, Radfahrer dürfen nicht rein. Dieses Achtungsschild, das Gefahrzeichen haben wir separat. Und der Radweg als Gebotsschild für alle anderen verboten. Kommen wir zu einer weiteren Schildergruppe, die werden also auch wieder gerne vertauscht. Beide Schilder, da sieht man also einen Zebrastreifen, ein Fußgängerüberweg ist abgebildet. Ja, das Gefahrzeichen, das steht immer relativ weit vorher ab, vor dem Schild. Das soll ja den Verkehrsteilnehmer, den Autofahrer darauf hinweisen, da kommt gleich ein Zebrastreifen, deswegen wird das also schon rechtzeitig angekündigt. Und dieses blaue Schild, das achtet mal drauf, das steht immer direkt über dem Zebrastreifen, teilweise auch abends beleuchtet, damit wir also im Winter, wenn Schnee liegt, als Autofahrer keine Ausrede haben, dass da drunter ein Zebrastreifen ist. Also das blaue Schild direkt über dem Zebrastreifen und das Gefahrzeichen steht etwas weiter vorher als Ankündigungszeichen. Da fällt mir gerade noch eine Sache an, das hatte ich gar nicht vorbereitet. Ihr kennt alle das Gefahrzeichen, das habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen. Baustelle. Achtung, Baustelle. Gut, wie eine Baustelle aussieht, das kann man sich vorstellen. Kreuzt bitte nicht an, dass an Baustellen Polizisten zu finden sind. Nein, das ist eher seltener. Das wäre viel zu teuer, an jeder Baustelle noch einen Polizisten abzustellen. Da sind mit Bauarbeitern, ist das mit zu rechnen, mit verschmutzter Fahrbahn. Da kann mal ein Bagger rumfahren, da kann mal ein Hammer rumliegen. Da wird mit Schmutz und Matsch und Mudder und Sand gearbeitet. Na, das sind so die weiteren Punkte, die ich da zu diesem Schild dann mir natürlich noch ergänzen kann. Ich glaube, ich muss nicht jedes Mal dazu sagen, dass man beim Gefahrzeichen ein bisschen Obacht geben muss, eventuell die Geschwindigkeit anpassen muss. Ich möchte auf was anderes hinaus. Witzlos wäre das Gefahrzeichen, wenn man das Schild direkt an die Baustelle stellen würde.
Ja, dann würde ich als Autofahrer die Baustelle eh schon sehen können. Dann müsste man mich da auch nicht mehr darauf hinweisen. Und dann bräuchte ich auch kein Gefahrzeichen. Deswegen stehen diese Gefahrzeichen, zumindest bei schnell fließendem Verkehr, schon recht weit früh vor der Gefahrenstelle aufgestellt. Und da müsst ihr auch in der Theorie prüfen. Entschuldigung, ich bin schon ein bisschen am Haspeln. Da müsst ihr dann auch in der Theorieprüfung wissen, wie weit vorher steht dieses Schild vor der Gefahrenstelle aufgestellt. Das sind circa, zumindest bei schnell fließendem Verkehr, 150 bis 250 Meter vor der Gefahrenstelle findet man meistens schon diese Schilder. Ja, das Warndreieck wisst ihr wahrscheinlich schon. Das müssen wir ja 100 Meter entsprechend vorher vor unserer Panne oder Unfallstelle aufstellen. Die Gefahrzeichen, die stehen also doch noch ein bisschen weiter und frühzeitiger aufgestellt, nämlich circa 150 bis 250 Meter vor der jeweiligen Gefahrenstelle. Das kann dann durchaus auch mal sein, dass vielleicht aus irgendwelchen Gründen das Schild etwas dichter an der Gefahrenstelle steht. Dann müsste das aber eigentlich extra separat drunter angegeben werden. Es gibt Gefahrzeichen, die haben dann so ein Zusatzschild darunter. Und dann steht da zum Beispiel drauf 50 Meter. Und dann weiß ich als Autofahrer, aha, oh, die Gefahrstelle, die kommt jetzt ein bisschen früher als sonst so üblich. Nämlich, die ist jetzt schon in 50 Metern zu erwarten. Und gibt es noch ein zweites Zusatzschild, wo dann Pfeile abgebildet sind, als Beispiel mal 100 Meter, und dann sind da Pfeile drauf. Ja, und die Pfeile, die bedeuten immer Länge, zumindest auf dem Zusatzschild. Es gibt noch das Ortsendeschild mit Pfeilen drauf, hat das eine andere Bedeutung, aber auf diesem Zusatzschild bedeuten Pfeile immer Länge. Das ist die Eselsbrücke. Pfeile bedeuten immer Länge. Dann würde das bedeuten, dass die Baustelle 100 Meter lang ist. Und wenn da nichts an Pfeilen abgebildet ist, bedeutet das quasi immer in Entfernung kommt die Geschichte. Es könnten dann auch durchaus beide Schilder unten drunter angebracht sein. Dann würde das in diesem Fall bedeuten, es folgt eine Baustelle in 50 Metern, die 100 Meter lang ist. Also das wieder eine Eselsbrücke. Pfeile bedeuten Länge. Ich glaube, das war früher auch im Geometrieunterricht in der Schule nicht anders, ne? Pfeile bedeuten auch dort dann Länge. Dann drei Schilder, die gerne vertauscht werden. Rund und rot ein Verbot, rot und blau zwingt die Sau und der Rest ist verboten. Und ein rechteckiges Schild, das war nochmal ein Richtzeichen. Und nun gibt es ja drei Geschwindigkeitsschilder, wie man hier sieht, die ihr nicht vertauschen solltet. Höchstgeschwindigkeit, Mindestgeschwindigkeit oder Richtgeschwindigkeit. Genauer Unterschied wird euer Fahrlehrer euch erklären im Unterricht, aber die Schilder solltet ihr schon mal kennen. Rund und rot ist ein Verbot, das heißt, es verbietet natürlich schneller zu fahren. Das Schild habt ihr alle schon gesehen, es steht sehr oft doch auf vielen Straßen doch zu finden. Das ist eine Höchstgeschwindigkeit. Spätestens, wenn ich einmal geblitzt werde, weil ich zu schnell war, dann komme ich nach Hause und sage, oh, ich hätte höchstens nur 60 gedurft. Kreuzt dort bitte nicht versehentlich die Mindestgeschwindigkeit an. Für die Mindestgeschwindigkeit gibt es ein anderes Schild. Rund und blau zwingt die Sau. Das heißt, es ist Pflicht, diese Geschwindigkeit zu fahren. Mindestgeschwindigkeit. Und der Rest ist verboten, bedeutet, langsamere Fahrzeuge dürften dort diese Straße gar nicht befahren. Zum Beispiel ein Mofa darf ja offiziell nur 25, dürfte dann hier gar nicht fahren. Und das Richtzeichen wäre dann die Richtgeschwindigkeit. Das ist also die Eselsbrücke. Höchstens, mindestens Richtgeschwindigkeit. Ganz schnell zur Bedeutung. Gibt Fahrschüler, wenn ihr Fahrstunden habt, dann kann es sein, dass irgendwann euer Fahrlehrer mal zu euch sagt, ja, so, jetzt haben wir gerade schönes Wetter, wenig Verkehr, eine breite, gut ausgebaute Straße. Jetzt kannst du mal versuchen, die Geschwindigkeit auch auszureizen. Kannst du ruhig mal fahren. Dann heißt das aber nicht, dass das eine Mindestgeschwindigkeit ist. Das heißt nicht, dass ich diese Geschwindigkeit immer fahren muss. Das ist also nur die höchste Geschwindigkeit, die ich fahren darf, wenn alle Faktoren in Ordnung sind, wenn gutes Wetter ist, gute Musik im Radio ist, na und so weiter, wenn keine Gefahren zu erwarten sind, dann kann ich die Geschwindigkeit vielleicht mal ausreizen, aber es ist und bleibt eine Höchstgeschwindigkeit. Und diese beiden Schilder, ganz ehrlich, die findet ihr auf deutschen Straßen extrem selten.
Könntet ihr eure Eltern mal fragen? Wahrscheinlich wissen die nicht, was diese Schilder bedeuten, weil die sehr, sehr selten sind. Das ganz seltene Schild Mindestgeschwindigkeit, das ist ja auch gegen die Denkweise. Normalerweise wird immer gesagt, fahr bloß nicht schneller als erlaubt, und hier wird plötzlich gesagt, du darfst nicht langsamer fahren. Ja, ich persönlich komme viel rum, aber bei uns in Norddeutschland ist das Schild, ich habe es in meinem Leben ein, zwei Mal gesehen. Ich meine, Kasseler Berge, das war mal eine Urlaubsfahrt, da geht's steil berghoch hinter einer Kurve. Und da war irgendwie Mindestgeschwindigkeit angegeben, so und so schnell. Das ist wahrscheinlich für die schweren, dicken LKWs dann, damit die wissen, ich muss jetzt ein bisschen Schub geben, damit ich da gleich in der Steigung nicht verhungere. Ja, also ganz selten das Schild. Übrigens, wenn Glatteis herrscht oder es ist stark neblig ist oder sonstige gefährliche Faktoren sind, können die mich natürlich auch mit diesem Schild letztendlich nicht zwingen. Aber gut, wenn alle Faktoren in Ordnung sind, dann muss ich diese Geschwindigkeit fahren und darf sie nicht unterschreiten, beziehungsweise langsamere Fahrzeuge sind verboten. Es kann auch mal sein, dass man auf mehrspurigen Autobahnen vielleicht das auch pro Fahrstreifen mal unterschiedlich angegeben hat. Aber es geht mir, wie gesagt, nur um die Bedeutung, dass ihr die Schilder nicht vertauscht. Rund und Rot ein Verbot, höchstens 60 in diesem Fall. Rund und Blau zwinkt die Sau, langsamere Fahrzeuge sind verboten, also die Mindestgeschwindigkeit. Und bei diesen sind sich viele dann ganz unsicher. Naja, wenn ich mir die beiden merken kann, bleibt nur noch eins, die Richtgeschwindigkeit ist auch sehr selten das Schild. Ihr kennt die Richtgeschwindigkeit 130 auf der Autobahn. Wenn nichts anderes angegeben ist, ist eine Empfehlung, die man ja eigentlich nicht überschreiten sollte. Man darf zwar schneller, aber beim Unfall gibt es dann wieder doch Probleme. Ja, die Richtgeschwindigkeit ist eine Empfehlung. Ich darf zwar schneller, sollte es aber eigentlich nicht. Da gibt es noch eine Fangfrage zu der Richtgeschwindigkeit. Wenn der Gesetzgeber mir eine Empfehlung ausspricht, in diesem Fall die 80. Ist das jetzt eine Empfehlung, dass ich möglichst schneller oder möglichst nicht schneller fahren sollte? Naja gut, der Gesetzgeber empfiehlt uns nicht, dass wir uns umbringen sollen, dass wir uns was Gefährliches antun. Deswegen ist es eine Empfehlung, dass man auch bei schönem Wetter nicht schneller fahren sollte. Man darf zwar schneller, aber wie gesagt, beim Unfall gibt es dann doch Probleme. Tendenziell geht das Schild Richtgeschwindigkeit dann schon eher in Richtung Höchstgeschwindigkeit als jetzt in Richtung Mindestgeschwindigkeit. Gut, dann könnt ihr die drei Geschwindigkeitsschilder auch schon mal wieder auseinanderhalten. Das freut mich. Wir kommen doch voran. Das haben wir gerade schon besprochen. Höchstgeschwindigkeit, und das ist natürlich gemein. Rund und rot auffällig, kann man gut erkennen während der Fahrt. Aber im Nebel sieht man diese grauen, durchgestrichenen Schilder doch nicht so gut. Die erlauben uns dann plötzlich wieder was. Das heißt, da ist das Verbot dann wieder aufgehoben. Wenn es jetzt außerorts wäre, dürfte ich dann, ihr wisst, außerorts ist ja, wenn nichts angegeben ist, naturgemäß 100, wäre die 60 aufgegeben, ich dürfte wieder schneller fahren. Das hier geht gegen die Denkweise wieder. Mindestgeschwindigkeit hier zu Ende. Das heißt, jetzt dürften dort auch wieder langsamere Fahrzeuge fahren. Und hier ist die Richtgeschwindigkeit zu Ende. Dann gilt halt das, was sonst als Höchstgeschwindigkeit angegeben ist. Das wird sehr oft als Flüchtigkeitsfehler gemacht. Liebe Leute, passt gut auf. Nicht, dass ihr denkt, es ist eckig und sei jetzt nur so eine Empfehlung. Nein, es ist immer noch rund und rot, ein Verbot. Ganz oft wird fälschlicherweise dort die Mindestgeschwindigkeit angekreuzt. Es ist natürlich auch eine Höchstgrenze. Lustige Geschichte. Mein Fahrschüler fährt doch, ja, da waren doch so ein paar Kinder am Fahrbahnrand an der Bushaltestelle. Die standen so ein bisschen dicht am Fahrbahnrand. Na, und er fuhr dann doch mit ziemlich stramm 30 km/h den Kindernchen vorbei, die dann schon so ein bisschen zur Seite wegsprangen. Gut, ich musste noch nicht eingreifen, so gefährlich war es nicht, aber es war schon so ein bisschen brenzlig. Das sage ich so ganz dezent, ja. Das war doch gerade da bei den Kindern vielleicht ein bisschen zu schnell. Da schimpft mein Fahrschüler mit mir, ich war überhaupt nicht zu schnell. Ich guck mal doch mal auf den Tacho. Ich war genau auf 30 und 30 darf ich. Also,
Schimpft nicht mit eurem Fahrlehrer. Wenn ein Fahrlehrer mal zu euch sagt, ihr wart da gerade mal so ein bisschen schnell, dann meint er in den allermeisten Fällen gar nicht unbedingt, dass ihr die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten habt. Meistens meint der Fahrlehrer, dass ihr vielleicht dort gerade die Geschwindigkeit nicht ganz so der Situation angepasst habt. Ja, so entstehen im Fahrschulwagen manchmal Missverständnisse. Auch bei diesem Schild Ende der Höchst-, Mindest- oder Richtgeschwindigkeit passt dort auf Ende der Höchstgeschwindigkeit. Ende der Richtgeschwindigkeit wäre dann dieses hier. Wir machen weiter im Text. Ich hoffe, ihr könnt noch. Rund und blau zwinkt die Sau. Und ein Richtzeichen, zum Vertäuschen ähnlich, haben aber eine völlig unterschiedliche Bedeutung. Dieses hier ist einfach nur rund und blau zwingt, diese auch vorgeschriebene Fahrtrichtung. Das Abbiegen ist verboten. Ihr wisst, der Rest ist verboten. Abbiegen ist verboten, ich muss geradeaus fahren. Und das zweite Schild, was so ähnlich aussieht, hat eine vollkommen andere Bedeutung. Kennen auch viele erfahrene Autofahrer gar nicht unbedingt so genau, verwechseln das auch gerne mit dem anderen. Es ist das zweite Schild, ich habe es mir hier mal abgelegt, das zweite Schild für die Einbahnstraße. Für die Einbahnstraße gibt es merkwürdigerweise zwei Schilder. Einmal das Schild, was jeder kennt, und dann gibt es nochmal das Einbahnstraßenschild, was keiner kennt. Ich visualisiere das für euch. Der Mensch lernt ja auch durch optische Wahrnehmung. Diese beiden Schilder sind beide eckig und sind beide blau und deswegen gehören die beiden zusammen. Deswegen habe ich mal versucht, das Herzchen hier zu malen. Nicht ganz so gut gelungen, aber. Fragt man sich natürlich, warum gibt es für die Einbahnstraße zwei Schilder? Ganz ehrlich, mir persönlich hätte auch das hier wohl gereicht. Das kennt zumindest jeder. Ja, ursprünglich war es so gedacht, war es wohl so gedacht. Das untere Schild sollte das Beginn der Einbahnstraße definieren und das hier war das Wiederholungszeichen. Mittlerweile wird das aber querbeet benutzt. Das hier lässt sich besser so seitlich an Hausmauern anschrauben, damit man es besser sieht, wenn man so seitlich drauf zufährt. Und das lässt sich besser so als Schild aufstellen, wenn man so geradeaus drauf zufährt. Deswegen wird manchmal das Schild und manchmal das Schild benutzt. Die Bedeutung ist einfach gleich und bedeutet beides einfach nur Einbahnstraße. Kreuzt bei diesem Schild bitte nicht an, dass es das Abbiegen verbietet. Das wäre dann falsch, denn ich darf doch, selbst wenn ich mich in der Einbahnstraße befinden würde, dürfte ich doch trotzdem, wie ich lustig bin, da rechts und links daraus abbiegen. Also, das bitte dort nicht ankreuzen. Wenn dieses Schild dort stehen würde, ja, dann wäre das Abbiegen komplett verboten. Dann müsste ich nämlich geradeaus fahren. Abbiegen dürfte man dort nicht. Wie gesagt, rund und blau zwinkt die Sau und der Rest ist ja verboten. Wir machen weiter. Diese Schilder, vorgeschriebene Fahrtrichtung, rund und blau zwinkt die Sau, der Rest ist verboten. Ich muss rechts blinken, rechts abbiegen. Ich muss auch hier rechts blinken und abbiegen. Kleiner feiner Unterschied. Hier ist ein Ärmel dran, da muss ich hinterm Schild abbiegen und dort muss ich vor dem Schild abbiegen. In beiden Fällen müsst ihr blinken. Immer wieder wird das Blinken nicht angekreuzt. Warum muss ich denn blinken, wenn ich sowieso nur in eine Richtung fahren darf? Ganz einfach, weil andere Autofahrer, die hinter uns fahren oder die sich gegenüberliegend an der Kreuzung befinden, das Schild gar nicht sehen können. Deswegen muss ich natürlich blinken. Das Schild zwingt mich zum Abbiegen und das Abbiegen zwingt mich wiederum zum Blinken. Eselsbrücke vielleicht vorgeschriebene Blinkrichtung. Das hatten wir gerade schon. Nicht mit dem Einbahnstraßenschild verwechseln, vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus. Und hier ist vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus oder rechts. Der Rest ist verboten, also links abbiegen wäre verboten. So, und diese Schilder werden jetzt gerne vertauscht mit diesem Schild. Denn das hat also hier, die haben nichts miteinander zu tun. Also so, diese beiden Schilder haben nichts zu tun mit diesem Schild. Die haben nichts miteinander zu tun. Dieses hier bedeutet, das steht dann so diagonal zeigend aufgestellt, bedeutet schlicht und einfach, dass man rechts an einem Hindernis vorbeifahren muss. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt zu verstehen. Da steht zum Beispiel, habt ihr alle schon mal unbewusst wahrgenommen, zum Beispiel steht es an Verkehrsinseln. Damit ich da weiß, beim Abbiegen in einer fremden Stadt, dass ich da
nicht als Geisterfahrer vorbeifahre, dass ich auch weiß, an welcher Seite ich von der Insel da vorbeifahren muss. Ja, da wisst ihr Bescheid. Auch beim Abbiegen hilft euch das. Fahrt auch beim Einfahren in die Autobahn, fahrt immer rechts dann an der Insel vorbei. Das kann sonst nämlich böse ausgehen, wenn ich das Schild nicht sehe, zumindest im Dunkeln auch oder manchmal, ja, oh, hier ist ein schwerer Unfall wohl passiert. Ja, also so unwichtig ist das Schild dann auch wieder nicht, dass ich da nun quasi an der richtigen Seite an dem Hindernis vorbeifahren muss. Man findet es dann auch wo mal an so komplizierten, unübersichtlichen Baustellen, damit ich von Weitem schon erkennen kann, wie muss ich denn jetzt an dieser Baustelle vorbeifahren. In diesem Fall dann links daran vorbei. Dann nochmal, um ein paar Prüfungsfragen dazu verständlich zu machen. Also dieses Schild, wie gesagt, steht dann gerne so an Verkehrsinseln. Das muss ich mal eben schnell eine Kreuzung aufmalen vielleicht. Da haben wir hier so diese Verkehrsinsel. Hier haben wir den Kreuzungsbereich. Und jetzt könnt ihr euch das vielleicht vorstellen. Fragen zu diesem Schild. Eine Frage lautet, ob das Schild das Abbiegen verbietet. Nee, überhaupt nicht. Ich darf hier auch rechts und links abbiegen, wie ich also lustig bin. Es ist nur, wenn ich geradeaus fahre, muss ich also rechts an diesem Hindernis vorbeifahren, an der Insel in diesem Fall. Nächste Frage, zwingt mich dieses Schild rechts abzubiegen? Nein, das tut es nicht. Ich kann hier auch geradeaus fahren. Es ist nur wichtig, dass ich rechts an der Insel, an dem Hindernis vorbeifahre. Gut, dann könnt ihr das auch beantworten. Weiter geht's im Text. Hier haben wir nochmal so ein zwei Verbotsschilder. Rund und Rot war ein Verbot. Höchstgeschwindigkeit 60 und das Schild Überholverbot. Das kennt ihr. Das Überholverbot-Verbotsschild ist allgemein, glaube ich, bekannt. Eine Ausnahme, wen dürft ihr überholen? Traktoren ist falsch. Einspurige Verkehrsteilnehmer. Die dürft ihr auch beim Überholverbot trotzdem überholen. Einspurig heißt, alles, was im Schnee nur eine Spur hinter sich herzieht, Radfahrer, Fußgänger, einbeinige Skifahrer, Mofa, Motorradfahrer, die dürften trotz des Überholverbots trotzdem überholt werden. Aber ich wollte eigentlich was anderes erklären. Diese beiden Schilder, die stehen also auf gefährlichen Strecken, zumindest auf gefährlichen Landstraßenstrecken, stehen die häufig beide untereinander. Deswegen nennen sich diese beiden Schilder auch Streckenverbote. Streckenverbote sind diese beiden Schilder. Ich merke mir das immer so, warum heißen die Streckenverbote? Wahrscheinlich, weil die an gefährlichen Strecken häufig untereinander stehen. Und wenn dann dieses Schild aufgestellt ist, dann würde die 60 aufgehoben sein. Wenn es außerorts ist, dürfte ich dann wieder 100. Und wenn dieses Schild kommt, damit wird dann das Überholverbot aufgehoben. Wenn es dann möglich ist und gefahrlos möglich ist und auch sinnvoll ist, dürfte ich dann auch wieder überholen. Und da Schilder sehr teuer sind, die kosten etliche 100 Euro, 100 Euro, etliche 100 Euro mit Arbeitslohn und Eigenzementierung und so weiter, hat man dann dieses Schild erfunden, was dann gleich wieder beides aufhebt. Deswegen nennt sich dieses Schild Ende aller Streckenverbote. Einige sagen auch, das sei ihr Lieblingsschild. Ja, warum denn Lieblingsschild? Ja, weil das erlaubt gleich zwei Dinge gleichzeitig. Ich darf wieder Gas geben und überholen. Soll euch natürlich nicht verleiten zu gefährlichen Aktionen. Aber der Landkreis oder das Verkehrsamt spart sich mit diesem Schild ein teures Verkehrszeichen. Ja, so können Steuergelder gespart werden. Ende aller Streckenverbote. Eine Prüfungsfrage dazu. Gibt Fahrschüler, die merken sich, ach, dann merke ich mir einfach bei diesem Schild, ich darf jetzt wieder alles. Das stimmt nicht. Die Prüfungsfrage lautet, ob Parkverbotsschilder auch davon aufgehoben werden. Nein. Parkverbote, diese beiden Schilder gehören eigentlich auch gar nicht richtig zusammen. Das ist mehr so ein Schild aus der Innenstadt. Das ist mehr so ein Schild von der Landstraße. Also Parkverbote werden von diesem Schild nicht aufgehoben, sondern nur diese beiden Schilder, nämlich die sogenannten, die zwei Streckenverbote. Gut, dann vielleicht noch mal ganz schnell. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Kondition. Die wichtigsten Gefahrzeichen, die häufig falsch gemacht werden. Dass der Flugplatz hier in der Nähe ist, wäre Zufall.
Kreuzt das nicht an, der Flughafen kann noch sehr weit weg sein. Es geht nur um den Fluglärm, Blendung, Ablenkung. Flughafen kann durchaus noch etliche Kilometer weg sein. Dieses Schild wird häufig verwechselt mit diesen beiden Schildern. Das Schild hat aber nichts mit diesen beiden Schildern zu tun. Diese Schilder hier, die regeln an einer Engstelle, wer zuerst fahren darf. Rund und rot wäre ein Verbot, da müsste ich an der Engstelle warten und das hier wäre auf der anderen Seite das Richtzeichen, da dürfte ich fahren. Der Gegenverkehr müsste warten. Natürlich darf ich mir das auch nicht erzwingen und da, na, zu aggressiv reinfahren, wenn da schon einer in der Engstelle drin ist, müsst ihr natürlich vielleicht dann doch mal im Warten. Aber vom Grundprinzip, hier darf ich fahren, der Gegenverkehr hat sozusagen rot und rund und rot das Verbot. Hier habe ich rot und der Gegenverkehr darf zuerst fahren. Jedenfalls hat es nichts mit diesem Schild zu tun. Dieses Schild bedeutet schlicht und einfach Gegenverkehr. Gegenverkehr, und zwar meistens dann, wenn man nicht damit rechnet, könnte man dieses Schild hinstellen und zwar immer dort, wo zum Beispiel eine Einbahnstraße endet. Dort steht dann dieses Schild und es heißt, im weiteren Verlauf muss ich wieder mit Gegenverkehr rechnen, vielleicht dann nachts auch mit Blendung. Das steht auch manchmal auf Autobahnen, findet man es manchmal auch, wenn Baustelle ist. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn man in der Baustelle so ein bisschen in den Gegenverkehr umgeleitet wird, dann könnte dieses Schild dort auch stehen. Nachts also auch mit Blendung rechnen. Übrigens, wenn eine Einbahnstraße zu Ende geht, dann dürft ihr im weiteren Verlauf der Fahrbahn drei Dinge jetzt nicht mehr tun. Ihr dürft, falls ihr in einer Großstadt fahrt, eine Straßenbahn, die vielleicht vorhanden ist, nicht mehr links überholen. Ihr dürft jetzt nicht mehr links parken und ihr dürft euch jetzt auf keinen Fall mehr links einordnen zum Linksabbiegen. Ja, das sind die drei Dinge, die man nur in Einbahnstraßen darf. Das spricht also, wenn hier die Einbahnstraße zu Ende ist, darf ich diese drei Dinge nicht mehr. Okay, weitere Schilder, die gerne falsch gemacht werden. Engstelle auf unserer Seite. Die meisten wissen korrekterweise, es muss doch in der Regel der warten, der das Hindernis auf seiner Seite hat. Hier habe ich die, sagen wir mal, es könnte eine Baustelle sein oder irgendwie eine Engstelle auf meiner Seite. Wenn jetzt Gegenverkehr kommt, dann müsste ich ja warten. Das müsste dann bitte auch ankreuzen. Aber wenn es sich hier um eine Einbahnstraße handeln sollte, dann haben wir eine klassische Situation für das Reißverschlussverfahren. Fürs Reißverschlussverfahren habe ich ein extra Video gemacht. Das könnt ihr euch da mal angucken. Nur dieses Schild wird halt in dem Zusammenhang sehr oft falsch gemacht. Kreuzt bitte beides an. Ihr kreuzt bitte an, wenn Gegenverkehr kommt, müsste ich warten, weil ich ja hier das Hindernis habe. Und wenn es sich um eine Einbahnstraße handeln sollte, dann gilt hier das Reißverschlussverfahren. Weitere Schilder, die gerne falsch gemacht werden. Steigung oder Gefälle. Gibt es eine ganz einfache Eselsbrücke? Konnte ich mir als Fahrschüler früher, weiß ich noch genau, gar nicht, auch selber nicht so genau merken. Ihr müsst das Schild lesen. Und zwar so, wie wir auch in Deutschland zumindest ein Buch lesen. Mit unserer Schrift. Von links nach rechts lesen wir auch die Schilder. Und so sieht man dann, dass die Zahlen nach unten purzeln. Das ist also ein Gefälle. Und auch dieses Schild lesen wir von links nach rechts. Die Zahlen fahren somit nach oben. Ist also eine Steigung. Dann wisst ihr da auch Bescheid. 4% heißt, auf 100 Meter geht es 4 Meter hoch. Oder in diesem Fall, auf 100 Meter geht es 4 Meter runter. In beiden Fällen kreuze bitte einen Gang zurückschalten. Im kleinen Gang kann ich besser beschleunigen, wenn ich Gas gebe. Und im kleinen Gang, wenn ich kein Gas gebe, bremst der Motor mit, sodass meine Fußbremse etwas entlastet wird. Dann wird dieses Schild gerne falsch gemacht. Es bedeutet nicht nur Achtung Kreuzung, was viele denken, sondern es bedeutet Achtung, es folgt eine Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts. Ganz einfach auf Hochdeutsch übersetzt, dort kommt gleich rechts vor links. Ihr habt gelernt, rechts vor links gilt an Kreuzungen, wo keine Vorfahrtsschilder und keine Ampeln und so weiter zu finden sind, dann gilt rechts vor links. Aber es gibt manchmal rechts vor links Straßen, die nicht gleich als solches erkennbar sind, die sich vielleicht, naja, mit Parkplätzen oder mit Tiefgaragen so ein bisschen ähneln. Und mit diesem Schild wird dann ganz klar gesagt, das ist also kein Parkplatz, sondern es ist rechts vor links.
Muss ich nur rechts gucken? Nein, ich muss sicherlich auch mal einen Kontrollblick nach links natürlich machen, aber ich muss vielleicht hauptsächlich rechts gucken. Ihr wisst Bescheid, bei diesem Schild lauert eine versteckte rechts vor links in der Prüfungsfahrt, also aufpassen bei dem Schild. Hier haben wir ein Gefahrzeichen, wo ich gar nicht so genau weiß, was kommt. Es ist einfach nur eine allgemeine Gefahr. Ihr müsst selber gucken, was dann kommt. Das Überraschungspaketschild. Wenn ihr Glück habt, steht noch unten drunter, um welche Gefahr es sich handelt. Auf jeden Fall kommt irgendeine Gefahr in circa 150 bis 250 Metern. Rot und blau zwingt die Sau. Das heißt, kommen wir nach Bayern und das Schild ist dort, dann ist der Rest verboten. Ohne Schneekette darf ich dort nicht reinfahren. Weil es ja immer für den Rest verboten ist. Nebenbei mit Schneekette darf man nur 50, weil man wird ja sonst zum Kettenfahrzeug, dann wird es nämlich rappelig. Es gibt Städte, die haben dann neben der normalen Fahrbahn eine separate Busspur. Die Busspur ist rund und blau, zwingt die Sau. Für den Rest ist es verboten. Das heißt, wir dürfen dort nicht fahren. Eine ganz bekannte Falschantwort: Wenn ein Bus auf einer Busspur fährt, ob es immer verboten sei, diesen Bus zu überholen? Nee, nicht immer. Wenn er da langsam fährt, dürfen wir ihn auch locker überholen. Nur wenn er mit Warnblinklicht an eine Bushaltestelle ranfährt, dürften wir ihn nicht überholen. Ist aber ein anderes Thema. Aber bei der Prüfungsfrage ist überhaupt nicht die Rede von der Bushaltestelle und auch nicht die Rede von Warnblinklicht. Somit dürfte man ihn natürlich auch überholen. Wichtig, dass ihr wisst, rot und blau ist für den Rest verboten. Somit dürften wir mit einem normalen Auto dort nicht fahren. Die Fahrradstraße dürfen wir auch nicht rein. Ist für den Rest verboten. Es sei denn, es steht unten drunter, dass PKWs frei sind. Dann dürfte man allerdings nicht schneller fahren als Radfahrergeschwindigkeit. Lasst euch das von eurem Fahrlehrer erklären. Das scheiden sich die Geister. Naja, Radfahrgeschwindigkeit ist ein bisschen wischiwaschi. Jedenfalls dürft ihr keine Radfahrer überholen. Circa 25 km/h, aber keine Radfahrer überholen, falls ihr da zugelassen seid überhaupt mit dem extra Schild da drunter. Bitte auch keine alten Omis überholen, die sehr langsam fahren eventuell. Fußgängerzone, rot und blau zwingt die Sau und der Rest ist verboten. Immer wieder gerne falsch angekreuzt, dass dort Lieferanten reinfahren dürfen oder Anlieger reinfahren dürfen. Nein, das dürfen sie nicht. Das dürfen sie nur, wenn explizit ein Zusatzschild drunter stehen würde. In der Theorieprüfung gibt es das Schild jedoch ohne Zusatzschild. Somit sagt ihr nein, es darf kein anderer rein. Auch hierzu wird gerne vergessen, für den Reiter ist es Pflicht, aber der Rest ist verboten. Mit dem Mountainbike dürfte ich da nicht durch. Für Radfahrer Pflicht, für den Rest ist es verboten. Wir kommen zu den Verbotsschildern, die gerne mal falsch gemacht werden. Rund und rot ein Verbot. Wenn keiner abgebildet ist, gilt das für alle. Jedoch nicht für alle, sondern nur für alle Kraftfahrzeuge. Jetzt wird es so wieder so ein bisschen spitz, finde ich. Ein Radfahrer hat ja keinen Motor und brummt auch nicht, dann ist es auch kein Kraftfahrzeug, somit dürften da Radfahrer rein. Verbot für Kraftfahrzeuge aller Art. Und dieses Schild, das ist noch strenger, das ist das strengste Verbotsschild. Ich nenne es immer das Tomatenschild. Das hat auch ein bisschen anderen Namen. Wohingegen das hier nur ein Verbot für Kraftfahrzeuge ist, ist das hier ein Verbot der Einfahrt. Das heißt, dort darf gar nichts reinfahren, auch keine Radfahrer. Ausnahme, wenn extra ein Ausnahmeschild drunter steht, aber ist in diesem Fall ja nicht der Fall. Vielleicht wisst ihr noch, was eine orange Warntafel an einem LKW bedeutet. Gefahrguttransporter, somit ein Verbot für kennzeichnungspflichtige Gefahrguttransporter. Dann müsst ihr die Schilder richtig ansprechen. Rund und rot ein Verbot. Verbot für. Verbot für Fahrzeuge, die breiter. Verbot für Fahrzeuge, die höher. Oder auch Verbot für Fahrzeuge, die länger sind als das, was dort angegeben ist. Jetzt die Falschantworten. Viele kreuzen an, die Brücke sei jetzt nicht höher als 3,80 Meter, das ist falsch. Die Brücke wird mit Sicherheit ein bisschen höher sein. Es ist lediglich ein Verbot für Fahrzeuge, die höher sind als 3,80 Meter. Die Brücke wird mit Sicherheit eine Idee höher sein, sonst würde ein LKW mit 3,79 Meter, naja, oder sogar 3,80 Meter, der noch reinfahren darf, würde oben andätschen. Die Brücke ist also etwas höher. Auch hier kreuzt bitte nicht an, dass die Fahrbahn nur exakt 2 Meter breit ist. Die Fahrbahn wird einen Tick breiter sein. Ihr müsst bei einer Frage noch ankreuzen, woher weiß ich denn, wie breit ich bin? Ja, das steht im Fahrzeugschein.
Aber in Wirklichkeit ist mein Fahrzeug doch noch ein bisschen breiter als im Fahrzeugschein angegeben. Nämlich die Außenspiegel sind nicht mit eingerechnet. Das müsst ihr dann auch einmal bei der Einprüfungsfrage mit ankreuzen, dass das Fahrzeug doch ein bisschen breiter ist, weil die Außenspiegel nicht eingerechnet sind. Gut, Verbot für Fahrzeuge, die länger sind als 2 Meter, 10 Meter gibt es auch. Verbot für Rotzlümmel. Nein, ist nur eine Eselsbrücke. Liebe Mofa-Fahrer, nicht böse sein. Das hier ist ein Verbot für alle Krafträder. Das Schild ist sozusagen abwärtskompatibel und schließt die kleineren mit ein. Das ist also für Mofa auch verboten. Und für alles, was brummt und auf zwei Rädern rumfährt, Verbot für Krafträder. Hingegen dieses hier ist ein reines Verbot für Mofa-Fahrer. Warum auch immer will man dort die Mofa-Fahrer nicht haben? Naja, wisst ihr Bescheid? Das ist ein reines Verbot für Mofa und dieses hier ist ein Verbot für alle Krafträder. Okay, damit sind wir fast durch. Verbot für Fußgänger gibt es auch noch. Verbot für Radfahrer. Verbot für Autos ist nicht korrekt. Merkt euch als Eselsbrücke, dieses PKW-Symbol steht stellvertretend für alle Mehrspurigen. Also alles, was im Schnee mehrere Spuren hinter sich herzieht, ist dort verboten. Somit ist das nicht nur ein Verbot für LKWs, sondern es ist nicht nur ein Verbot für PKWs, sondern auch für LKWs. Also Verbot für Mehrspurige. Ja, gut. Ich glaube, ja, wir sind durch. Hier habe ich noch so ein paar Sonderschilder. Grenzübergang kostet nicht zwangsläufig Geld. Kreuzt das nicht an, dass das eine gebührenpflichtige Straße ist. Hier wollte neulich auf einer Landstraße, wo 100 erlaubt ist, ein Fahrschüler plötzlich 50 fahren, weil er dachte, es sei das Ortsschild. Na, das, nein, dieses Schild ist nur eine sogenannte Ortshinweistafel. Dort stecken keine Vorschriften drin. Das echte Ortsschild ist dann das gelbe Schild. Ja, und wer dieses Schild kennt, der ist richtig gut und schon fortgeschritten. Es ist keine umgekippte Kirche. Nein, es ist eine Bedarfsumleitung. Da kann man auf Autobahnen den Verkehr umlenken. Ihr müsst ankreuzen. Es ist eine Empfehlung für eine weniger befahrene Autobahnstrecke, die vielleicht trotzdem in etwa in die gleiche Richtung führt. Das hatten wir gerade schon. Geld müssen wir da nicht zwangsläufig bezahlen, weil wir nichts zu verzollen haben. Das hier ist gar kein Schild. Das hier ist ein Aufkleber, den findet ihr an Straßenlaternen und bedeutet Achtung, Achtung, die Laterne brennt nicht die ganze Nacht. Deswegen an Standlicht denken. Das hier ist keine U-Bahn-Station, sondern eine Bedarfsumleitung. Das ist ganz praktisch, wenn ihr mal auf der Autobahn Stau habt, dann könnt ihr mit diesem Schild folgen und die Autobahn verlassen und das Schild führt uns dann etwas weiter oben wieder in die Autobahn rein, die wir zuvor verlassen haben. Eine Bedarfsumleitung, womit man einen Stau umsegeln kann. Dieses hier ist übrigens das einzige Schild, Parken auf dem Gehweg, ist das einzige Schild, wo ihr nicht als Gewicht 3,5 Tonnen eintragen müsst. Ihr wisst, die goldene Zahl, die meistens richtig ist, wenn ihr Gewichte eintragen müsst, ist 3,5 Tonnen. Das ist also immer die goldene Zahl, 3,5 Tonnen, bis auf eine Ausnahme. Es gibt eine Ausnahme, wo nicht 3,5 Tonnen richtig ist, sondern 2,8 Tonnen. Und das ist dieses blaue Schild Parken auf dem Gehweg. Auf dem Gehweg zu parken in dieser Form ist normalerweise überhaupt nicht erlaubt. Das darf ich nur ausnahmsweise, wenn dieses Schild dort angegeben ist, dann darf ich so, wie es dort abgebildet ist, parken. Natürlich nicht quer zur Fahrtrichtung. Dann allerdings, damit die Bordsteinkanten nicht wegbröckeln und kaputt gehen auf Dauer, nur erlaubt für Fahrzeuge bis 2,8 Tonnen. Dann neigt der Deutsche ja zum Nummerieren. Das hier wäre die Nummer einer Autobahn. Das hier wird gerne falsch gemacht. Ist die Nummer einer Autobahnabfahrt. Hier seht ihr das. Das ist das Symbol Autobahnabfahrt. Und das ist die Nummer einer Autobahnabfahrt. Ganz praktisch, jede Autobahnabfahrt hat eine eigene Nummer. Das haben die erst vor etlichen Jahren mal, ist noch gar nicht so lange her, neu eingeführt, dass die Autobahnabfahrten durchnummeriert wurden, so mit diesem Kreis drumherum.
Diese Nummern findet ihr auch auf Landkarten oder bei Google Maps zum Beispiel. Ganz praktisch, dann braucht man sich nicht die ganzen kleinen Orte merken. Eine Europastraße ist einfach nur eine Autobahn, die von der EG finanziert wird. Und eine Bundesstraße ist dieses gelbe Schild, ist eine Landstraße, die vom Bund finanziert wird. Ja, Bundesstraße, Europastraße und eine Autobahn, die Autobahnnummer wäre das hier. Jede Autobahn hat eine eigene Nummer. Aber jetzt kommen wir wirklich zum Ende. Ja, das ist ein dickes Thema. Aber ich glaube, dass ihr jetzt doch so ein bisschen Klarheit habt und die meisten Schilder jetzt in der Theorie beantworten könnt. Recht herzlichen Dank, vor allem an diejenigen, die bis zum Schluss durchgehalten haben. Wenn es euch gefallen hat, bitte ein Abo und ein Like. Und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Uwe.